zwischen Bad Nenndorf und Gerbsen. Hier dauert es mehr als eine halbe Stunde länger. 7 Kilometer Stau, wegen Bergungsarbeiten ist nur ein Fahrstreifen frei. A3 Köln Richtung Oberhausen, zwischen dem Kreuz Breitscheid und dem Kreuz Oberhausen West, plus 20 Minuten, 10 Kilometer stockend. A40 Dortmund Richtung Essen, zwischen Dortmund Barob und Bochum Hamme, plus eine halbe Stunde, mehrere Staus auf einer Strecke hier von 15 Kilometern. A40 Duisburg Richtung Essen, zwischen Mülheim-Dümpen und dem Dreieck Essen-Ost, plus 20 Minuten, 7 Kilometer Stau. A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal, zwischen dem Kreuz Recklinghausen und Bochum. 20 Minuten plus 10 Kilometer hier stockender Verkehr. A45 Hagen Richtung Gießen zwischen Dolzhagen und dem Kreuz Olpe Süd plus 20 Minuten 10 Kilometer hier stockend. Und A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Overt und Zentrum. Hier sollten Sie auch 20 Minuten exakt, weil es hier auf 10 Kilometer Länge stockt. Yeah.
automatisch zu. Das geht vermutlich vielen so. Wir kümmern uns.